So, da ist das Ding, das Stadion Dr. Antonio Maduro. Und das Geile in Curaçao ist, da weht immer die Fahne von Curaçao in der Mitte und dann der Gastgeber und der Away-Mannschaft. Und das ist natürlich für den Groundhopper, der normalerweise Schnappatmen kriegt, wenn er am Ground ankommt und denkt, oh mein Gott, wird überhaupt gespielt? Und ist das überhaupt die richtige Paarung? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist das im Grunde so, wenn man hier auf diesem hervorragend gestalteten Parkplatz fährt, weiß man das schon und da freut man sich darüber. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, seht ihr diese ganz, ganz kleinen Löcher da in der Wand? Das sind die Kassenhäuschen. Und ja, da geht einem mir das Herz auf, weil es wirklich so, also so 30 cm mal 20 cm. Und dann guckt da jemand so durch und sagt, ja, was willst du? Also genau, hier kann auf keinen Fall irgendjemand überfallen und ausgeraubt werden. Zumindest nicht das Kassenhäuschen. Mal gucken, ob mein Handy es bis dahin schafft. Also, wir gehen mal rein und ja, machen jetzt mal Curaçao.